Im Jahr 1913 gründen Ludwig Schunk und Karl Ebe die Schunk und Ebe OHG. Mit selbst hergestellten Maschinen produziert das junge Unternehmen Kohlebürsten für Dynamos und Motoren. Der Anfang ist nicht leicht. Kurz nach der Firmengründung stirbt Karl Ebe und im folgenden Jahr bricht der Erste Weltkrieg aus. Während Albert Einstein die Welt der Physik revolutioniert, wächst Schunk stetig und zieht 1918 nach Heuchelheim. Mit AEG und Siemens gewinnt Schunk und Ebe die ersten Großkunden. 1925 entsteht die erste eigene Elektrograffitierung. Niemand hätte es damals für möglich gehalten, dass sich aus der kleinen Firma einmal ein global aufgestellter Konzern entwickeln würde. Während es in der Welt turbulent zugeht, arbeitet Schunk weiter an Präzision und Innovation. Schon damals nimmt das Unternehmen seine soziale Verantwortung sehr ernst. Schunk und Ebe sorgt für die finanzielle Absicherung der Mitarbeiter bei Hilfsbedürftigkeit, Berufsunfähigkeit und im Alter. Die Produktionsanlagen überstehen den Zweiten Weltkrieg unbeschadet. Der Tod des Firmengründers ist ein herber Schlag. Doch mit seinem Testament hat er dafür gesorgt, dass die Firma weiterhin in seinem Sinne geführt wird, mit der Ludwig-Schunk-Stiftung als alleiniger Gesellschafterin. Nachhaltiger Erfolg und langfristige Strategien zum Erhalt der Unabhängigkeit, auch im Sinne der Mitarbeiter, sind die bis heute gültigen Vorgaben des Firmengründers. Vom Wirtschaftswunder profitiert auch Schunk und Ebe. Bern. Die deutsche Nationalmannschaft ist zum ersten Mal Fußball-Weltmeister. Wolfsburg. Der VW-Käfer wird mit imprägnierten Kohlekupplungsdichtungsringen ausgestattet, die die Schunk und Ebe GmbH entwickelt hat. Die Deutsche Bahn setzt auf Traktionskohlebürsten der Schunk und Ebe GmbH aus Heuchelheim. Mexiko. Schunk. Technik made in Germany gibt es jetzt auch in Übersee. Heute wurde die Schunk Elektrocarbon nahe Mexico City eingeweiht. Deutschland, Heuchelheim. Der Schunk und Ebe GmbH gelingt die Herstellung von sehr reinen Graphiten durch Beschichtung mit Pyrokohlenstoff und Hochtemperaturreinigung. Das Unternehmen nimmt eine rasante Entwicklung. Die Mitarbeiterzahl wächst von 1952 bis 1958 von 700 auf mehr als 1200. Zwischen 1955 und 1959 werden gleich 7 Auslandsgesellschaften gegründet, darunter auch die erste in Übersee. 1961 gelingt der Sowjetunion mit Juri Gagarin der erste bemannte Weltraumflug. Und auch Schunk setzt seinen Höhenflug fort. Schunk und Ebe schaffen eine gänzlich neue Form von Kohle-Graphit-Werkstoffen. Diese sogenannten L-Kohlen können in nahezu allen Haushaltsgeräten eingesetzt werden. Damit steigen die Heuchelheimer jetzt auch in die Massenproduktion ein. Neil Armstrong, US-Astronaut der Apollo-11-Mission, betrat gestern als erster Mensch den Mond. Die Schunk und Ebe GmbH hat ein Patent für eine zylindrische Sintermetall-Gleitlagerbuchse angemeldet. Schunk und Ebe entwickelt den Siliziumcarbid-Werkstoff SIC30. Schunk und Ebe setzt mit der Herstellung von hochreinen Graphitteilen auf die Technik der Halbleiter. Eine Investition in die Zukunft für die Sprecherin Palo Alto, Kalifornien. Steve Jobs und Steve Wozniak haben heute in einer Garage Apple Corporation gegründet. Apple entwickelt neuartige Personal Computer. 4 Unternehmensbereiche sorgen heute für den weltweiten Erfolg. Schunk Materials stellt Komponenten und Systeme aus Kohlenstoff und Keramik her, wie zum Beispiel Kohlebürsten zur verlässlichen Stromübertragung in Autos, Bahnen, Haushaltsgeräten und Elektrowerkzeug. Aber auch Komponenten, die in Windkraftanlagen, bei der Herstellung von Solarmodulen und LEDs zum Einsatz kommen. Schunk Sinter Metals sind die Experten für pulvermetallurgisch hergestellte Komponenten. Unter anderem für die Automobilindustrie mit einer Vielzahl an Komponenten, zum Beispiel für Turbolader, die Ventilsteuerung, die Lenkung, Bremssysteme oder Fensterheber. Die Weiss Group entwickelt Umweltsimulationsanlagen, in denen die Funktionalität, Stabilität und Qualität von Produkten getestet werden.
Außerdem umfasst das Leistungsspektrum Anlagen zur Klimatisierung von Rechenzentren, Operationssälen sowie Klima- und Reinraumlösungen für sensible Produktionsbereiche. Schunk Sonus Systems ist weltweit führender Hersteller von Ultraschallschweißanlagen, zum Beispiel zum Verschweißen von Kabelbäumen in der Automobilindustrie, bietet aber auch Systemlösungen für die Elektro- und Elektronikbranche, Klima- und Kühlgeräteindustrie oder die Photovoltaikindustrie und die Solarthermiebranche. Schunk entwickelt sich zu einem weltweit agierenden Technologiekonzern. Rund um den Globus ist das Unternehmen mit mehr als 60 Gesellschaften in 28 Ländern präsent. 100 Jahre Fortschritt haben das Unternehmen zu einem Global Player gemacht, der in vielen Geschäftsbereichen Technologie- und Weltmarktführer ist. Durch zukunftsweisende Innovationen haben sich Produkte und Know-how von Schunk im Laufe der letzten 100 Jahre zu häufig nicht sichtbaren, aber dennoch wichtigen Begleitern im Alltag entwickelt. Ob in Autos, Bahnen, Elektro- und Haushaltsgeräten, in Windkraftanlagen, Krankenhäusern oder der Lebensmittelindustrie, Technologien und Produkte aus dem Hause Schunk tragen entscheidend dazu bei, den Alltag zu erleichtern und sorgen für Funktionalität, Sicherheit und Komfort. Aus der kleinen Handelsgesellschaft zur Herstellung von Kohlebürsten ist ein gesunder, erfolgreicher Konzern und attraktiver Arbeitgeber in der ganzen Welt geworden.